Freunde, ich mache heute eine McDonald's-Bau-Challenge gegen meinen Freund Uki. Doch es passieren mysteriöse Sachen, während wir bauen. Doch schaffe ich es bei der Bau-Challenge als Sieger rauszugehen? Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Doch jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Let's go! Junge, einfach aus Dirt bauen, das wird so gut sein. Ah, Dirt ist voll der Noobstein, Junge. Das ist überhaupt nicht gut für den McDonald's. Da wird keiner essen gehen, weil alles stinkt da unten. Das ist Pupsi. Junge, ist dein Ernst? Jeder liebt Pupsi. Du bist der Einzige, der kein Pupsi liebt, Alter. Ich mach McBilly. Ich Oder mach kommentiert ihr mal McBilly. in die Kommentare, was ist besser, ein Pups-McDonald's oder ein richtiger McDonald's? Schreibt mal alle Hashtag Diamantengang, wenn ihr für mein McDonald's seid, und alle Hashtag Pupsi-Gang, wenn ihr für Hashtag Billys Pommes. Pupsi-Gang. Wenn ihr für Billy seid, dann schreibt Hashtag Pupsi-Gang. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, mein McDonald's wird besser. Und am Schluss werden auch bestimmt viel mehr Villager bei mir einkaufen gehen und viel mehr Burger essen, wie zum Beispiel den Big Mac und alles weitere von McDonald's. Ich bin mir dabei sicher. Junge, die So, werden weiter alle bei mir geht's. den Whopper kaufen, Alter. Niemals, Junge. Du hast nicht bei den Whopper, bei diesen Pupsi-Burger, die verkaufst du. Oh, warte mal, Whopper war doch bei Burger King, oder? Ups. Junge, den Pupsi-Burger will jeder haben, Alter. Was sagst du? Der Pupsi-Burger, den will niemand haben. Der ist komplett eklig, Billy. Was redest du? Du bist Oh, eklig. Mann. Oh. Und weißt du, wie ich gleich mein McDonald's bauen werde? Ich glaube, ich muss mein McDonald's leider rot machen. Hässlich bauen. Jeder McDonald's ist rot und deswegen werde ich den jetzt auch rot machen, Leute. Auch wenn ich die rote Farbe nicht so mag, Hä, aber Uff, keine ich wusste ja Sorge. gar nicht, dass rot deine Lieblingsfarbe ist. Nee, ist sie eigentlich nicht, aber ich muss es machen, weil jeder McDonald's ist rot. Obwohl, nee, ich mach den rot, weil jeder McDonald's ist rot. Ja, das habe ich doch eben gesagt. Hey, du kopierst mich. Hä, Oh, nein, ich Mann. kopiere dich nicht. Du kopierst McDonald's. Ey, Ukri, kennst du Burger Pommes? Oh ja, Burger Pommes kenne ich. Meinst du das, wo man die Pommes auf den Burger tut oder Ja, was? Junge, das esse ich jeden Tag mit Ketchup. Oh Mann, ich hoffe, die Leute hier feiern McDonald's alle. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, McDonald's war damals schon ein bisschen cool. Also man hat es schon manchmal hat's geschmeckt, aber zu oft McDonald's ist auch nicht gesund. Ne? Das müsst ihr McDonald's auf auf jeden die Fall 1, wissen. Burger Pommes auf die 1. Was ist das denn für ein Lied, Billy Junge? Was für Burger Pommes auf die 1? Man muss sich auch noch Ey, mit Freunde, anderen schreibt mal in Sachen die ernähren, außer Kommentare, Burger kennt ihr und das Pommes. Lied? Alter, das ist richtig, richtig cool. Hey, warte mal, sing das doch normal. Vielleicht kenne ich das auch, Billy. Burger Pommes auf die 1. Ich pack den Burger in die Burger rein. Was? Du packst den Burger in den Burger rein? Also so ein Doppelburger? Hey, was macht denn Zanucki dort hinten? Siehst du den? Ich habe gerade Zanucki gesehen, oder habe ich mich verguckt? Hä? Ey, doch, da ist er. Siehst du den? Samlaki! Alter, Samlaki, Was was macht geht der ab, denn da? Alter? Junge, 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 Leute. Ey, Leute, was hat Samlaki dort vorne vor, hä? Samlaki ist Bist du sus. vielleicht? Warte mal, will er uns heute pranken? Ich weiß es nicht. Ey, Leute, Samlaki ist heute echt sus. Der ist echt richtig sus. Ey, Egal, auch okay, einfach nicht McDrive und beachten, alles. okay? Nicht beachten, ganz genau, Junge. Der will uns bestimmt gleich irgendwie. Der will uns bestimmt ablenken. Der will mir ablenken davor, dass ich der Beste. Junge, warte mal, denkst du, der baut jetzt auch einen McDonald's oder was? Nein, Junge, noch einen nein, 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 Konkurrenten. das kann doch nicht sein. Der wird bestimmt, Pupsi bauen. Leute, ich mache einen McDonald's mit 2 Etagen. Oder vielleicht auch 3. Billy, hör auf, mir nachzumachen. Das ist gar nicht nett. Ich mach dir doch nicht nach. Alter, wie kommst du denn darauf? Na klar, machst du mir nach. Du Junge, machst ich hab mir ganz nach. genau gehört. Nein, tu ich gar nicht. Oh Mann, Billy, du wirst schon sehen, auch wenn du mir versuchst nachzumachen. Junge, du machst einfach alles aus Pupsi, ein Bonus aus Pupsi. Da wird keiner einkaufen gehen. Das stinkt alles du doch. Du wirst schon sehen, wirklich. Also, du wirst erstaunt sein, wenn du siehst, wie viele Einwohner hier hinkommen, um Burger zu essen. Burger-Pommes, Alter. Junge, die Leute werden sich alle beschweren und dann kommst du ins Gefängnis, weil du alle vergiftet hast mit deinen Burger-Pommes. Vergiften würde ich meine Freunde niemals. Ja, Billy, ich weiß, vielleicht ist es nicht deine Intention, alle zu vergiften, aber mit Burger-Pommes, die aus Pupsi gemacht sind, wirst du auf jeden Fall jeden vergiften. Und ich habe schon mal das Grundgerüst eigentlich ziemlich gut aufgebaut. Leute, was können wir als nächstes machen? Stimmt, wir brauchen auf jeden Fall eine Kasse und Fenster, damit man auch rausschauen kann, weil sonst ist das Ganze hier... ziemlich langweilig. Wir nehmen uns Glas. Uri, du bist voll Und ist langsam, da? Alter. Ich bin schon beim gelben M. Ich mach das jetzt. Schau mal. Was? Du machst schon das Logo von McDonald's? Oh ja, No das way. Gelbe N. Ey, weißt du was? Ich lasse mir ein bisschen Zeit, aber dafür werde ich ein viel besseres. Obwohl, wenn du vor mir fertig bist, Leute, das wäre auch gar nicht gut. Ich muss mich echt beeilen, weil wenn Billy vor mir fertig ist, dann werde ich am Schluss einfach Karma bekommen und jeder geht bei ihm einkaufen, weil sein McDonald's als erstes. Billy, warte mal. Ein goldenes N? Ja, natürlich ein goldenes N. Warum ein N? Hä? N für McDonald's. McDonald's? Leute, ja. Okay. Ja, das heißt Ah, nee, McDonald's. Nicknack hieß das doch irgendwie so, oder?
Ja, Neck Neck hieß das, ganz genau, ganz genau. Leute, komm, wir pranken jetzt Billy, dann wird er bestimmt so einen richtig schlechten McDonald's. Ich glaube, so sieht ein End aus, oder? Ja, richtig gut, Billy, ehrlich, Alter, du baust richtig gut einen McDonald's. Ja, du wünschst, du könntest so gut bauen. Ey, nicht abgucken. Alter, Junge, du willst das abgucken, gut, oder? Okay, der baut einfach ein End, Junge, wie los ist der denn? Wow, oh, wow, Mann, ich bin echt erstaunt, dass ich wusste gar nicht, dass ich Buchstaben erraten kann. Junge, Billy, du errätst die Buchstaben, du weißt nicht, wie die richtigen Buchstaben aussehen, oder was? Wer weiß? Ey, Billy, bist du überhaupt zur Schule gegangen? Erzähl mal. Schule? Naja, ich hab Kindergarten wiederholt. Kindergarten wiederholt? Das ist doch unmöglich, dachte ich, hä? Nein, also, wir reden was anders drüber, okay? Oh Mann, Billy ist echt ein richtiger Dusse, Leute. Ey, Mann, Billy, du tust mir auch ein bisschen leid, kannst du überhaupt irgendwas? Doch, ich kann das Alphabet. A, C, B, D, E, L, F, F, C, K, A, I, U, K, F. Billy, das musst du doch mal lernen. So geht das nicht. Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare. Könnt ihr das ABC? Wenn ja, dann lasst alle mal ein Like da und ein Abo, wenn ihr das ABC schon könnt. Also ich kann es auf jeden Fall. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, falsch, falsch, falsch. Das geht anders, Alter. S, D, U, V, W, X, Y, Z. So geht das, Billy, ganz nein, genau. Nein, nein, nö, das geht irgendwie anders. Hä? Nein, das geht doch so, A, Leute. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Okay. Ey, Leute, lasst mal alle ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden, wenn ihr auch das Alphabet könnt. Kommt schon, Leute. In 3, 2, 1 und 0. Let's go, alle Like und Abo, das ABC können. Und wer es nicht kann, der lässt kein Like da. Aber ich glaube, jeder von euch kann das, oder nicht, Leute? Lasst ein Like und ein Abo, let's go. Ja, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr es... Wie viele können es, Freunde? Lass mal schauen, wie viele Likes wir erreichen werden. Mal schauen, wie viele genauso gut das Alphabet können wie ich, oder? Ey, wer kann bitte sein das Alphabet nicht? Also ich nehme es ja nicht böse, aber ja, ehrlich, du bist ja schon in deinem Alter. Alter. Du bist ja schon in einem Alter, da musst du das eigentlich können. Ich glaube sogar, es würde ich glaube ich hier. Billy, also das war jetzt nicht wirklich, das war das Pups-Alphabet und mehr auch nicht. Junge, Billy. Warum Leute, schaut mal, wir werden hier vorne. Ich hab mich nicht angetan. Mach mich doch nicht. Ey, tut mir leid, Billy. Ey, nein, nicht mein Billy. Das war nur Spaß. Nur weil ich damals Pupsi gemacht habe auf deinen Kopf im Kindergarten. Was? Billy, ja, ganz genau. Deswegen bin ich noch immer sauer. Komm, wir machen schnell hier die Fenster rein. Wir müssen uns jetzt ehrlich nicht beeilen, weil wenn Billy vor uns fertig ist, das darf ich nicht zulassen, dann wird der viel mehr Kunden als ich haben. Aber Freunde, ich will viel mehr Leute haben, die bei mir essen gehen, weil am Schluss werde ich dann das ganze Cash machen. Oh ja. Nein, ganz ehrlich, ab jetzt sind wir Feinde. Du hast mir so viel Leid angetan, du bist schuld. Jetzt geht's schon so weit, dass er mir einfach sagt, dass ich sein Feind bin. Also wirklich, Billy, ist das dein Ernst? Ich bin Teil der Burger-Pommes-Gang und du nicht. Hör, Burger-Pommes-Gang? Junge, was soll das überhaupt sein? Ey, Leute, Freunde, Pupsi-Gang auf die Eins, ihr wisst Bescheid. Junge, ich bin der Diamanten-Gang, Leute. Kommt nein, Pupsi-Gang. Hey. Hashtag Diamanten-Gang in die Kommentare. Nein, Hashtag Pupsi-Gang. Oh yeah. Ey, Billy, hast du schon deine Kasse fertig gebaut? Erzähl mal. Nee, da bin ich noch nicht, aber ich habe dafür schon mal Willkommensschilder. Oh yeah, willkommen bei McFit. Oh yeah. McFit? Ey, das McFit. Ist doch ein Fitnessstudio. Hier gibt es Burger-Pommes mit Pupsi-Geschmack. Junge, McFit ist doch ein Fitnessstudio, oder nicht? Was für McDonald's und McFit ist doch dasselbe, oder nicht? Nein, im Fitnessstudio McDonald's. Oh, da, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Fitness zu tun, ne? Du meinst NK-Fit, oder? Irgendwie so. Oh Mann, du wirst es niemals erraten, wie... Junge, es heißt McDonald's, fertig. Hey! Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare übrigens. Mögt ihr McDonald's? Geht ihr McDonald's öfter essen? Ich sag euch ganz ehrlich, so manchmal, man kann sich schon einen Burger gönnen, aber ansonsten ist schon ziemlich ungesund, ne, Billy? Kein Wunder, dass du auch so dick bist. Uchri, ein Geist war bei mir. Ein Geist war bei mir. Ja, ein Geist. Mein Schild ist kaputt gegangen. Das kann doch nicht einfach so passiert sein. Das kann nicht sein. Was meinst du denn wieder? Zum Lucky! Ey Leute, ihr seht das doch auch, oder? Ey Leute, spult nochmal alle zurück, Alter! Alle jetzt mal zurückspülen. Das war doch Sam Lucky. Spult nochmal zurück und schreibt mal in die Kommentare, das war doch Sam Lucky, oder? Spielt alle zurück, komm schon. Das war ja doch 100%. Ey, ich hab mich nicht verguckt, 100%, Leute. Das war Sam Lucky. Ich hab Angst vor Geister. Das war bestimmt Geist. Das war Sam Lucky. Der hat sich bestimmt unsichtbar gemacht, der Fiesling. Oh Mann, hoffentlich sehen das die Freunde in den Kommentaren. So, Freunde, ich hab hier jetzt nochmal hingeschrieben. Willkommen bei NC Fit. Hier gibt es Burger-Pommes mit Pupsi-Geschmack. So, und hoffentlich
macht jetzt dieser komische Geist aus sich kaputt, Alter. So, Freunde, aber jetzt mache ich weiter mit den Stühlen. Let's go. Es muss ja auch Sitzplätze geben, wo sich die Kinder und die Erwachsenen hinsetzen können und naschen können. Naschen, naschen, naschen. Ey, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, seid ihr mehr Team McDonald's oder Team Burger King? Also, ich bin Team McDonald's, Alter. Ich esse immer dort Burger-Pommes. Also, ich tue immer so Pommes in den Burger rein. Das schmeckt so lecker, müsst ihr auch mal ausprobieren. Vertraut mir, das ist die beste Kombination, die es die ihr je gesehen habt, Alter. Das ist so krass. Vertraut mir. So, jetzt machen wir ein paar andere Sitzplätze. Einmal hier so ein Vierertisch, dann so ein Zweiertisch. Wir müssen ja auch hier unterschiedliche Kunden bedienen. Manchmal sind es 3, manchmal 2, manchmal 4. Manchmal aber auch 5 oder 6 oder manchmal sogar 8. Deswegen machen wir hier mal so 8 Plätze hin. Weil es kann sein, dass manchmal so ein paar mehr Leute da sind. Ihr wisst Bescheid. Aber ich merke gerade, das wird hier alles ein bisschen knapp. Ich muss ein bisschen reinbauen, damit ich hier noch eine Kasse hab und hinten muss man noch kochen können, natürlich. Die Birgie Mergies, ihr wisst Bescheid, Freunde. Deswegen machen wir dort natürlich auch einen Raum hin. Let's go. Ey, Ukri, ich esse 30 Mal am Tag bei McDonald's. Wusstest du das? 30 Mal am Tag? Kein Wunder, dass du so aussiehst, Billy. Ist nicht so wie ich, aber. Billy, schau mal, ich hab noch. Stopp. Was hast du gesagt? Du wolltest mich beleidigen. Nein, wollte ich nicht. Guck mal, hier kannst du eine Pommes braten. Schau mal. Ah, danke, Ukri. Du bist ja besser, Alter. Let's go. Nein, nein, Ukri, genau. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das war eine Ofenmine, das Junge. Das ist nicht dein Ernst. Du hast alles kaputt gemacht. Du baust das sofort alles zurück. Du hast so jetzt alles so, wie es davor war. Nö, ich mach gar nichts. Junge, Freunde, das ist so ehrenlos. Du wirst schon sehen, Alter. Ich werde mich so rächen. Ich werde ihn auch zurückpranken. Und das mit einem gigantischen Profi-Prank. Doch, werde ich. Und zwar bist du ein Noob und ich werde das schaffen, denn ich bin heute der Pro und du bist der Noob. Das bitte sehr. Alter, du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen, Alter. Das alles, was du machst zu mir, wird auch zurückkommen. Freunde, schreib mal in die Kommentare, wie lustig war das gerade einfach. Nicht witzig, Junge. Alle, dann lachst mal in die Kommentare, Junge, wenn ihr es auch lustig fandet. Nö, alles gut. Ich werde nicht so übertreiben wie du, sondern viel schlimmer. Was? Dein Ernst? Oh, Junge, Billy will es, glaube ich, wirklich richtig weit treiben. Ja, hoffe, aber alles gut. Ich baue jetzt erstmal weiter. Vielleicht mache ich es ja am Ende. Hey, Ukri, ich habe mal eine Frage. Hey, soll ich einen Song rausbringen über McDonald's? Ich glaube, da gibt es sogar schon so einen Song. Habe ich letztens gesehen. Von, Lukas Brawl Stars oder so. Birgie Pommes? Oh ja, den mag ich, aber. Burger Pommes, soll ich nicht auch so einen ähnlichen Song machen? Ja, mach was du willst, Junge, Billy. Ganz ehrlich, ich werde mir den am Schluss anhören und dann werde ich ihn aber fair bewerten. Wenn er sich schlecht anhört, dann gebe ich einen Dislike. Oh, was? Okay, Freunde, ich werde mir so viel Mühe geben, Alter. Das wird der beste Song, den ich jemals gehört habe. Also lass ein Like und ein Abo da. So, meine Kasse ist jetzt auch fertig. So, Die Kasse ist hier schon fertig. Ja, ich glaub, meine natürlich. Ist auch schon fast fertig. Alter, ich bin so viel besser als du. Das wirst du schon sehen später. So, egal, Freunde. Ich würde sagen, machen wir weiter. Irgendwas ist komisch gerade. Freunde, fällt euch was auf? Da ja, wie auch immer. So, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes einen Ofen hin. So, das brauchen wir natürlich auch, um die Burger zu panieren und zu pralieren und zu, keine Ahnung was. Okay, also platzieren wir erstmal hier ein paar Öfen hin, Räucheröfen. Ja, das ist ganz wichtig. 5 Stück sollten reichen, dann machen wir als nächstes einen Herd hin. Das braucht man auch immer. Kochtopf nehmen wir uns auch schon mal und Bratpfanne. Das braucht man auch so. Hier müssen wir dann die Pommes frittieren. Machen wir mal einen Kochtopf hin. Ich glaube, man macht das bestimmt in einen Kochtopf, also keine Ahnung. So, zack, 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 brauchen wir direkt 2 davon hin. So, Leute, ich würde sagen, machen wir mal hier noch einen Herd hin. So, und hier eine Bratpfanne. Bratpfannen sind immer gut. Du hast schon die Bratpfanne und alles fertig, oder was? Ja, natürlich. Ich schreibe mal hier vorne hin. Wie viel kosten bei dir die Pommes, wenn ich fragen darf? Gute Frage. Ich glaube, ein fairer Preis ist so 2 Cent pro Pommes. Keine Ahnung, aber ich würde sagen, ich mache schon mal die ganzen Kartoffeln und so hin. Weil für die Pommes und so, du weißt doch. Ganz, ganz wichtig. So, aber die Tomaten und so kann ich natürlich nicht dort tun. Das muss in so einem Kühlfach sein. Hier aus Quarz muss das natürlich sein. Der muss auch nicht so groß sein. Machen wir den einfach hier so hin. Geschmeidig, meidig, ne? Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich bin der Profi im Bauen. Genauso wie, es gibt keinen besseren als ich. Ich bin der Beste, Alter, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Zack, 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 zack. Perfekt. Dann nochmal hier so. Tu, bu, 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 bu.
Alter, das sieht richtig, richtig gut. Aber ich glaube, das ist alles, was wir dann brauchen. Vielleicht tue ich noch Salat hier hin. Aber ja, tun wir erstmal die Tomaten hier hin. So, davon machen wir mal so viel. Paar Zwiebeln machen wir auch mal so viel. Und Kartoffeln. So, davon haben wir eine ganze Menge. Salat, haben wir genug Salat? Ja, hier können wir einfach das hier hin tun. So, zack, tun wir das mal hier hin. Gemischter Salat, bisschen Salat davon, bisschen Salat davon. Und, brauchen wir noch was? Nee, ich glaube, hä, Leute? War nicht gerade der Salat woanders? Egal, ich tue ihn wieder zurück. So, zack, 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 zack. Weißkohlblätter. Nee, dann nehme ich lieber diese Kisten. So, zack, perfekt. So, der Kühlregal ist, glaube ich, fertig. Aber der muss natürlich mit einer Tür geschlossen werden. Dafür nehmen wir, welche Tür nehmen wir? Wir nehmen diese Tür. Und die ist blau. Nee, blau ist hässlich. Ich nehme braun. Braun ist schön. Braun ist richtig schön. So, passt. Freunde, ich bin mit dem Kühlregal auch fertig. Let's go! Oh, so, Freunde, ich tue schon mal Pommes hier rein. Let's go. Pommes müssen natürlich immer in den Kochtopf. Zack, 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 zack. Ganz viele Pommes rein. Jetzt hier auch noch. Boah, ich liebe Pommes. Ich tue die direkt in meinen Burger rein. Warte mal, ich hole mir einen Burger. Burger, Burger, tue ich in den Burger rein. Burger Pommes in den Burger rein. Zack und zack. Jetzt habe ich Burger Pommes. Burger Pommes auf die Eins. Jetzt den Burger immer. Nein, 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 mein armer McDonald's! Nein! Wer war das? Wer war das? Ukri! Ukri ist dein Herz, Alter! Was hast du gemacht? Nein, 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 mein armer McDonald's, das kann ich doch nicht! Das kann ich doch nicht tun! Oh nein, Ukri, ich werde jetzt sofort zu dir gehen! Alter, du wirst sehen, ich werde dich genau auf dieser Stelle pranken! Das wirst du schon sehen, Alter! Bam, 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 ich komme jetzt direkt zu dir! Was, Let's Ukri? Go. Junge, hi, Ukri! Ich nix, wollte, nix, nix. Dir nur mal Hallo sagen! Was machst du hier, Billy? Okay, warte, ich wollte dich eh was fragen. Was ist dein Favorit? Sprite, Cola oder Fanta? Was ist besser? Ich bin dir ganz ehrlich, ich bin Team Pupsiwasser. Pupsiwasser? Naja, wow, das werde ich auch also, verkaufen. Warte mal, du verkaufst Pupsiwasser und was ist das für ein Wasser? Aus was wird das gemacht? Aus mein Pupsi, ja, selbstverständlich. Was? Also, warte mal, du pupst in Wasser oder verkaufst du das? Ja, genau so mache ich es, Ukri. Okay, ich bin dann wieder weg, okay? Eklig! Oh, ja, geh wieder weg. Was wolltest du denn überhaupt hier? Ja, jetzt war's das mit seinem Sprite Fanta Cola, Alter. Es gibt nur Pupsiwasser! Bam! Bam, Alter! Grüß das! Leute, was machen die dort? Geprankt, Ukri, geprankt! Zum Lucky? Ja, was machst du zum Lucky hier? Hä? Hast du das auch gehört? Hast du gehört? Das war Sam Lucky! Och, Mano, das war Sam Lucky, Ukri. Tja, Billy, ist das dein Ernst, Alter? Warum hast du das gemacht? Ja, das war Sam Lucky, hast du es nicht gehört? Junge, du hast alles kaputt gemacht. Du bist so ehrenlos, Alter. Junge, du hast gerade auch alles zersprengt bei mir. Schau mal, was du gerade getan hast. Hä, was habe ich getan? Wo? Ja, schau mal. Alter, du hast mich zweimal geprankt. Wie kannst du sowas tun? Ich hab dich nur einmal geprankt, das war ich nicht. Ja, ja, Ukri, also ausreden kannst du was anders. Ich glaube, das war Sam Lucky und der versucht das auf mich zu schieben. Nein, Ukri, du wirst mich hier tausendmal pranken, kann das sein? Du wirst mir ganz Zeit pranken. Was habe ich dir angetan? Ich war das wirklich nicht. Ich war das wirklich nicht. Junge, Billy, ich habe so eine kleine Explosion gemacht, sogar nicht da, wo du in der ganzen Küche bist. Du wirst schon sehen, Alter, ich werde dich vielleicht auch noch mal ein zweites Mal pranken. So, Freunde, Alter, ich habe jetzt den Krater auch nochmal wieder zusammengebaut. Junge, Alter, das geht so weit, Alter. Warum prankt mich Ukri immer? Ich habe ihn jetzt einmal geprankt, Alter. Das geschieht ihm auch ehrlich gesagt recht, Junge. Aber er muss doch nicht direkt alles bei mir kaputt machen. Oh, Manu. Naja, egal, Freunde. Wir müssen jetzt weitermachen. Merkt euch, Freunde, wenn was kaputt geht, müsst ihr trotzdem weitermachen. Also niemals aufgeben. Ganz, ganz wichtig. So, zack, 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 zack. Was können wir noch machen? Salzblock. Wir brauchen Salz natürlich. Tun wir Salz in den Kühlregal? Keine Ahnung. Einfach rein damit. Let's go. So, zack, fertig. Und dann würde ich sagen, Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Die muss man doch auch panieren, oder nicht? Ja, tue ich mal einfach hier rein, oder? Zack, geht bestimmt so hier. Paar Chicken Nuggets. Nuggets, Nuggets. Ich liebe Chicken Nuggets. Chicken Nuggets auf die Eins, Freunde. Let's go. Okay, dann hier noch paar Chicken Nuggets. Ja, und das passt, glaube ich. Let's go. So, dann brauchen wir noch was. Rohes Rindfleisch, Patty. Ja, das brauchen wir natürlich auch. Rein damit. Und zack, 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 zack. Das kocht dann auch schon mal. Bisschen auch bestimmt hier rein. Keine Ahnung, ob das so passt, aber
tue ich jetzt einfach mal rein. Wird schon klappen, glaube ich. So, perfekt. Und hier, ein bisschen Fleisch ist hier schon mal fertig. Das ist auch schon mal richtig gut. Ich komme gar nicht mehr mit, Freunde. Ich mache das ein bisschen zu schnell, glaube ich. McFlurry. McFlurry brauchen wir natürlich auch. So, zack, Happy Meal. Happy Meal. Happy Meal mag jeder, oder? Happy Meals tue ich mal in eine Kiste rein. Weil das kann man ja nicht kochen. Das ist ja schon fertig. Hier ist schon alles drin, was man braucht. Ganz, ganz wichtig. So, das tun wir natürlich hier rein, in so eine Eichenholzkiste. So, ein paar Happy Meals hier. Zack, 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 zack. Perfekt, passt so, Freunde. Dann brauchen wir noch eine Eismaschine für die McFlurries. So, die tun wir mal hier so hin. Wird bestimmt irgendwie klappen. Ich probiere es mal einfach aus. Wie baut man eine Eismaschine? Gar keine Ahnung, Freunde. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Egal, tun wir mal diesen Endstab hin. Und so, so passt das bestimmt. So und so. Zack, jetzt haben wir auch eine McFlurry-Maschine. Hier kommt der McFlurry raus. Let's go, ich liebe McFlurry. Let's go, zack, rein damit. Bop, 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 bop. Und hier überall noch McFlurries reintun. Let's go. Alter, meine Kunden werden so zufrieden sein. Ich bin Pupsi dekoriert und ja. Dann werden sie ihren Geschmackserlebnis pur haben. Die werden so gewundert sein, weil dieser Pupsi-Geschmack macht alles besser. Wenn sie nicht daran denken, dass das Pupsi ist, dann werden sie erstaunt sein. So, also. Als nächstes brauchen wir natürlich auch Käse. Stimmt, Käse. An Käse habe ich gar nicht gedacht. Käse, stimmt. Käse brauchen wir auch. Das tun wir auch mal in so eine Kiste hier rein. So, zack, Käse braucht man auch immer für Burgies, Mergies und Burger Pommes. Rein damit. Perfekt. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Messer, weil Messer ein bisschen um zu schneiden und so, ne, und Soßen brauchen wir auch, Mayonnaise und Süß-Sauersoße. Das ist das, was wir brauchen, Freunde. So, zack, tun wir das mal auch hier hin, so, boom, 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 einmal hier Süß-Sauersoßen, ja, das sollte schon passen irgendwie, ja, bestimmt. So, dann machen wir hier noch Mayonnaise rein, Mayonnaise für die Beese, keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, und drei Messer, ne, vier Messer, genau, weil ich habe noch eins übrig. So, perfekt, also Freunde, sieht schon mal alles ganz gut aus. Nehmen wir dann noch ein bisschen Kohle, damit das auch ein bisschen so vorangeht hier, Kohlblöcke, das geht am schnellsten. So, damit hier die Chicken Nuggets braten können. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber wird bestimmt klappen. Perfekt, Freunde. Und zack, 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 zack. Rein damit, rein damit. Alter, das wird so gut sein. Ja, tun wir mal hier McFlurry rein. Die kann man bestimmt auch braten. Und ja, Freunde, also ich bin schon mal sehr weit. Patties werden auch schon langsam fertig. Hier tue ich dann auch noch eine extra Kiste hin, wo ich die ganzen Patties rein tue. Und Alter, das wird so krass heute. So, mein erster Tag als McDonalds-Mitarbeiter und ich werde direkt rasieren und Uri kann einpacken. Oh, Freunde, ich habe, glaube ich, was vergessen. Ich muss ja hier auch noch eine Eingangstür machen. Was die beste Tür für McDonalds. Brauchen eine richtig coole Tür. Sowas ist, glaube ich, ganz cool. So eine Shoji-Tür. Kennt ihr sowas, Freunde? Das sehe ich immer in solchen coolen Videos. Die sind richtig cool. So, boah, das ist richtig cool. Schau mal. Wie cool. Die geht so nach links und da kann man hier rein. Ey, ich liebe solche Türen, Freunde. Mögt ihr die auch? Schreibt es in die Kommentare. So, aber gerade sieht mein McDonalds echt gut aus, glaube ich. Im Gegensatz zu Ukris ist das ein Pups. Aber, warte mal, mir ist gerade aufgefallen. Ich brauche hier natürlich Fenster. Das ist ja klar, Alter. Fenster braucht man natürlich auch. Die sollen ja nicht irgendwie, keine Ahnung was. Die müssen ja was sehen können, sonst ist es ja langweilig. Wenn die nicht wissen, was sie tun sollen, schauen sie halt aus dem Fenster. Die müssen ja aus dem Fenster gucken, damit sie irgendwas tun. Zum Beispiel, Freunde, mal eine Situation nachgestellt. So, Rainer. Hallo, ja, wie geht's dir? Ja, toll. Ihr wisst nicht mehr, was ihr sagen sollt, ne? Dann schaut ihr einfach aus dem Fenster ein bisschen so blablabliblub und dann wartet ihr, bis der andere ein Gesprächsthema anfängt. So, aber mir ist auch gerade aufgefallen, warte mal, wir tun nochmal hier Fenster hin. Ganz wichtig, so, zack, wunderschön, wunderschön. Hier, boom, 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 perfekt. Wir brauchen natürlich auch einen Platz draußen. Das hat doch jeder McDonald's auch, oder nicht? Oder irre ich mich? Nee, ich glaube nicht. Jeder McDonald's hat doch so einen Außenbereich. Das tue ich natürlich auch hin, so einen Draußenbereich. Was macht die Kuh hier? Ey, Leute, seht ihr? Die Kuh möchte direkt auch schon einkaufen bei mir. Aber, jeder McDonald's braucht ein bisschen Preisgeld. Also hier, nichts ist kostenlos. Ich werde dir nichts kostenlos geben. Hast du verstanden? So, ich hoffe, du hast verstanden, Alter. Let's go. So, das Ganze hier decken wir natürlich mit so einem kleinen Zäunchen ab, damit hier niemand einbrechen kann. So, boom, 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 boom. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
tue ich hier nochmal Stühle hin. Vielleicht diesmal andere Stühle, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das passt so mit denselben Stühlen. So, hier, zack, zack, zack. Oh, oh nee, warte mal. So, so. Dann, Alter, das ist gut, das ist gut. Ich bin so ein Profi, Freunde. Wirklich. So, das passt so, würde ich sagen. Hier dann noch die Tische hin, natürlich. Und irgendwas fehlt doch noch. Freunde, ich habe das Wichtigste vergessen. Die Rutsche. Die Rutsche, die Rutsche. Jeder, Alter. Jeder mag die Rutsche. Alter, wer mag nicht die Rutsche? Freunde, rutscht ihr noch auf der Rutsche? Die ist richtig, richtig cool, die McDonalds-Rutsche. Alter, ich rutsche dort jeden Tag. Selbst Erwachsene rutschen dort noch jeden Tag. Alter, aber ich besonders viel. Ich dränge mich immer vor. Okay, aber Freunde, macht das nicht. Da auch das ehrenlos. Naja, wie auch immer, Freunde. So, hier bauen wir dann die Rutsche hin. Alter, ich bin so glücklich. Die Rutsche ist das Tollste. So, Freunde, natürlich muss das auch mit einem Zaun abgesichert werden. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der McDonalds-Rutsche. Die muss natürlich, selbstverständlich, auch aus Rot sein. So, dann geht's hier hoch. Dann geht's irgendwie runter, glaube ich. So, keine Ahnung, Freunde, ist ein bisschen schwer nachzubauen. So, und dann hier runter wieder. Let's go. Und hier geht's natürlich mit einer Leiter hoch. Nee, da, weit, wisst ihr, Freunde, ich mach das natürlich so lieber. Das ist viel cooler. Und dann geht's hier so runter. So, perfekt. Dann machen wir hier natürlich so Absicherung hin. Soll ja keiner auf den Popo fallen, wie ich das schon oft gefallen bin. Sieht man bestimmt mir an. Nee, natürlich nicht. Ich bin Profi. So, zack, 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 zack. Das sieht, ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich dachte, ich schaffe das nicht so gut, aber ehrlich gesagt, ey, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. So, warte mal, bin ich gerade lost oder so? Ja, so passt das. So, zack, niemand kann sich verletzen. Dann tue ich hier die Leiter hin. Bam, 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 bam. Nicht aus Holz, sondern aus Eisen. Muss ja ein bisschen stabiler sein. So, zack. Und dann kann man hier so runterrutschen. Aber das mache ich lieber so mit Treppen, weil Treppen sind ein bisschen rutschiger, weil, ja, ihr wisst schon, was ich meine, Freunde, ne? So, hier rutscht man da runter und let's go, zack. Ist mal runtergerutscht. Das geht's hier so, ja, irgendwie so und so und keine Ahnung, Freunde. Alter, was mache ich da? So, warte mal. Ja, das stimmt, so kann ich das machen. Und dann rutscht man hier so. Wow! Und runter. Let's go. Alter, die Rutsche ist schon sehr cool, muss ich ehrlich sagen. So, dann sind wir draußen auch schon mal fertig. Nein, wirst du nicht, weil, guck mal, ich habe sogar einen Drive-In, den ich hier gerade mache. Da kann man hier sogar mit dem Auto reinfahren. Ja, das wollte ich auch gerade machen, genau. Ey, das wolltest du gar nicht, Mann, lüg doch nicht. Junge, natürlich wollte ich das machen. Ich würde sowas, ich denke immer an sowas. Ja, ja. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Wenn wir weiterbauen. Ja. Freunde, ehrlich gesagt wollte ich gar nicht mit Drive fahren, weil ich hab's voll vergessen. Aber jetzt hat Uchri mich auf die Idee gebracht. Also, selber schuld, Alter. Junge, darf er seine Idee nicht so laut sagen. So, jetzt mache ich auch einen McDrive natürlich. Das darf natürlich bei McDonald's auch nicht fehlen. So, mit dem McDrive bin ich jetzt auch fertig. Und jetzt gehen wir erstmal. Au, mein Popo! Wer war das? Wer war das, Uchri? Junge, Uchri, was hast du getan? Alter, dein Herz. Junge, was hast du da gemacht? Willst du meine Besucher töten? Willst du meine Besucher killen, Alter? Ist dein Herz? Hey, Billy, ich hab Geist gemacht. Das war der Geist. Du weißt, wer das ist. So, Freunde, mit der Parkfläche bin ich jetzt auch fertig. So, Alter, die Tiere sind voll im Weg. So, egal, Freunde. So, zack, 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 zack. Müssen wir natürlich alles umranden. Für die Sicherheit natürlich. So, bam, 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 bam. Alter, das ist so gut. Und ich glaube, Ukris, Basis oder was das auch immer ist, ist voll schlecht, muss ich ehrlich sagen. So, Freunde, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Aber jetzt muss ich noch die Markierungen machen. Hm, wie mache ich das denn jetzt? Und nutz mal so eine Farbe wie Grau. So, zack. Nehmen wir mal, ja, diesen Block hier. Ich glaube, das passt. Und dann machen wir mal solche Linien hier hin. Ja, doch, doch, doch. Das sollte so passen. So, ja, so ist perfekt, glaube ich. So, wir brauchen gleichmäßige Abstände. Ist nicht ganz gleichmäßig, oder? Obwohl, nee, okay, das muss ich doch noch eins länger machen. Upsi, egal, das wollen wir ganz schnell, Freunde. Zack, 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 zack. So, Freunde, ich habe es jetzt eins länger gemacht und jetzt ist es symmetrisch. Das ist das Wichtige, weil sonst ergibt das alles hier gar keinen Sinn. So, boom, 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 boom und, warte mal. Bin ich jetzt lost, Freunde? Muss das doch eins länger machen, damit es richtig, richtig gut ist. Weil das muss wirklich alles gleich sein. Sonst wäre die Mitte ein bisschen kleiner und das wollen wir ja nicht. So, aber danach ist wirklich symmetrisch. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr, Freunde. Dann ist das hier alles ganz komisch. So, Freunde, mit den Linien bin ich jetzt auch fertig. Alter, das sieht doch gut aus, oder? Alter, hier kann jeder reinparken, der will.
Und das ist auf jeden Fall genug Platz. Ich find's echt, echt schön. Also, Freunde, im Gegensatz zu Ukis ist das echt besser. Und warte mal. Stimmt, man muss ja reden mit den Leuten im McDrive. Das muss ich auch schnell bauen. Habe ich auch vergessen. So, das bauen wir dann hier hin, würde ich sagen. Wie machen wir das? Wir nehmen mal Stufen. Ja, eine Steinstufe sollte passen. Dann machen wir hier den Sprecher hin und dann hier so ein Dingens. Ja, so sollte es passen. Dann fährt man hier so rein. Bla bla bla. Ich möchte gerne Burger Pommes. Ja, bla bla bla. Dann fährt man hier weiter. Dann muss aber hier irgendwo. Ja, hier machen wir dann dieses kleine Fensterchen hin, wo man die Bestellung dann abholen kann. Boah, das wird so gut, Alter. So, Freunde, kommt dann das Essen raus. Hier werde ich dann reingehen, zack, wenn jemand bei McDrive ist. Oh, Billy. Meine Burger sind so viel leckerer, weißt du. Ich habe die eben dahin platziert und ich habe Spucke in meinem Mund bekommen. Mein Mund ist so, weißt du, ich habe Wasser bekommen, überall Fontäne in meinem Mund, weil also es so lecker war. Also, ich bin ehrlich, wenn ich leckeres Essen sehe, dann mache ich Pupsi und dein McDonald's sieht voll hässlich aus, hat nicht mal das N-Logo. Junge, du Noob, Alter. Das N-Logo? Ja, Junge, das. Ach, wann verstehst du es endlich? Ich glaube, du bist wirklich so. Ich erklär's dir tausendmal und du verstehst es trotzdem nicht. Wie geht das? Ey, Ukri, ich sag nur so, ich bin schon fast fertig. So, also mit McDrive bin ich fertig, Parkplätze bin ich fertig. Was hältst du davon, wenn ich McDonald's einfach hier. Ist auch fast fertig. Was hältst du davon, wenn ich einfach den Eingang so freilasse und keine Tür habe? Kommen dann Banditen rein oder so? Das sagte ich mir auch, aber ich habe lieber doch eine Tür gemacht. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, mach was du willst, Alter. Sei halt kein Noob. Also ich finde, das sieht voll cool aus, wie ich es gemacht habe. Junge, ey, Billy, ganz ehrlich, ich werde sowas von gewinnen. Bei mir kommen gleich viel mehr Villager hin als bei dir. Und ich mache das hier, das Ganze nochmal, dass es besser aussieht. Ich finde, so sehen die Fenster nochmal cooler aus. Oh ja, das sieht viel moderner aus. Nee, meine Fenster sind cooler. Egal, Freunde. So, jetzt mache ich noch was Cooles hin, aber davon darf ich auch nichts sagen. Deswegen bin ich jetzt ganz schuld. Was machst du hin? Du bist so. Natürlich braucht das jeder McDonald's, Alter. Willst du mir nicht verraten, aber Billy, ich werde es schon herausfinden später. Du willst spicken. Nein. Schwingen dürfen wir nicht, Ukri. Aber Freunde, wo soll ich das hinplatzieren? Keine Ahnung. Nee, warte mal, da kann ich es nicht hinplatzieren. Hier auch nicht. Und vielleicht muss ich es doch hier so ein bisschen mehr nach draußen tun. Denn ich möchte eine Spielecke machen. Ich bin gerade gestimmt. Ukri sieht das nicht. Und habe ich da gerade was gesehen? Keine Ahnung, Freunde. Egal, ich mache jetzt eine Spielecke hin. Let's go. Okay, aber wo soll ich das hin tun? Ich glaube, ich muss die Ecke hier wegtun. Und dort mache ich dann lieber eine Spielecke hin. Ist viel, viel cooler, Freunde. So, zack, 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 zack. Müssen natürlich Wände sein. Freunde, habt ihr damals immer in diesen Spielraum gespielt oder spielt ihr dort immer noch? Ich spiele da immer noch, ehrlich gesagt, weil das macht richtig Spaß, dort zu spielen. Hier ist manchmal so eine Kletterwand. Bei dieser Kletterwand, da klettere ich immer. Ist immer so unterschiedliche Spiele. Keine Ahnung. Manchmal das, Freunde. Bin ich blind oder steht das im Lucky? Hä? Warte mal. Es ist weg? Freunde, warte mal, schreibt Spuren aber alle zurück, Alter. Das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Das war doch bestimmt Sam Lucky. Das war zu 100% Sam Lucky. Keine Ahnung. Egal, machen wir weiter. Zack, 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 zack. Ey, schreibt in die Kommentare, ob das Sam Lucky war. Keine Ahnung. Ich mache jetzt auf jeden Fall so ein Klettergerüst hin. Wie mache ich das aber? So, hier, zack, 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 die Wände bis ganz nach oben ziehen. Ganz wichtig. So, zack, 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 zack. Und dann machen wir hier so Leiter hin. So, zack, zack, zack. Und hier kann man dann so klettern. Bam, bam, bam. Und richtig Spaß haben. Yay, let's go, Freunde. Alter, also eine Spielecke haben wir dann auch schon mal. Kann ich das irgendwie noch ein bisschen schmücken? Vielleicht. Nee, ich glaube, das passt so. So, was brauchen wir noch? Alter, der McDonald's ist schon mal richtig gut, Freunde. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr mein McDonald's für eine Bewertung geben würdet. Also ich würde mein McDonald's auf jeden Fall eine 10 von 10 geben. Eine 11 von 10 natürlich, weil das echt cool. Aber ich weiß nicht, was soll ich jetzt noch tun? Ah, stimmt, Freunde, die Lichter fehlen noch. Das mache ich auch noch natürlich. So, dafür benutzen wir diese Zäune und wir benutzen Licht. Aber welches Licht? Gebe ich mal Licht ein? Keine Ahnung. Ja, doch, sowas passt, glaube ich. Mal schauen, ob es gut aussieht. Wir probieren es einfach direkt mal. Obwohl, warte mal. Weiß nicht, ob das gut aussieht mit dem hier. Könnte gut aussehen. Wir probieren es einfach mal aus, Freunde. Ich meine, wir müssen halt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Okay, das sieht blöd aus, muss ich sagen. So, das sieht gut aus. Alter, sieht das gut aus. So, boom, boom, Alter. Oh, yo. Hä, wie cool ist das denn? Freunde, die haben dann genug Licht natürlich auch. So, zack.
Licht braucht man natürlich überall immer. Hier darf ich aber kein Licht hin platzieren, weil es sonst ein bisschen gefährlich für die Kinder. Hier muss ich aber das Licht mit einbauen, weil sonst stört das ein bisschen auf dem Weg. Aber das hindert uns ja nicht. Also perfekt, Freunde. Licht ist auch am Start. So, Freunde, ich mache, glaube ich, noch Alarm hin. Falls irgendjemand einbricht, dass hier ein Alarm losgeht. Weil das kann hier nicht sein, dass Leute einbrechen. Nur wir dürfen die Tür aufmachen. Und wenn jemand einbricht, dann wird sofort die Alarmglocken läuten. Let's go, Freunde! So, Freunde, ich mache dann hier noch ein kleines Auto hin, damit es so aussieht, als ob hier schon jemand war. Aber eigentlich ist das ja mein Auto. Hihi. So, das wird natürlich mit Pupsi-Braun beschmückt. So, das sieht schon mal gut aus. So, natürlich habe ich hier wie soll ich das nennen? So ein Truck. Ein Truck ist, glaube ich, das gute Wort dafür. Und ja, das sieht natürlich super aus. Muss natürlich aber auch ein Fenster haben, damit ich hier reingucken kann. Ja, das mache ich dann, würde ich sagen, genau hierhin. Ja, let's go. Und dafür benutzen wir die Fenster einfach. Let's go. Alter, mein Truck sieht wild aus. Von der Skala von 1 bis 10, Freunde, wie findet ihr den? Alter, der sieht schon sehr, sehr cool aus. Aber schau mal, Freunde, perfekt passt das auf den Parkplatz. Also genau die perfekte Größe für ein Auto. Let's go, Freunde! Ah, Freunde, mir ist was aufgefallen. Ich brauche natürlich Security-Kameras. Warte mal, das habe ich hier irgendwo was, glaube ich. Warte mal, ich muss kurz suchen, Freunde. Hier, Überwachungskameras. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn auch wenn Einbrecher einkommen, dann braucht man natürlich die Wiedergaben. Falls irgendwas passiert zum Beispiel, Freunde, es kann ja immer was passieren, dass irgendein Einbrecher reinkommt und auf einmal sagt, Hände hoch oder ihr wisst schon. Okay, dafür brauche ich natürlich Überwachungskameras, damit ich das alles auf den Kameras festhalten kann, was hier passiert. Und wir wollen ja, dass die Sicherheit geschützt wird. Da tun wir natürlich auch hier so eine Sicherheitskamera hin, ganz wichtig, und hier auch noch. So, und im Kühlregal natürlich auch noch so, das tun wir dann hier hin. So, Freunde, perfekt. Und die muss ich natürlich alle sehen können. Dafür benutze ich das hier, den Kameramonitor. Damit markiere ich alles und dann kann ich alle Kameras sehen, die ich markiert habe, und alle Winkel sehen. Also, das wird hier alles im Video aufgenommen. So, perfekt, Freunde. Aber draußen muss ich natürlich auch welche platzieren. So, dann machen wir den hier und den hier. So, passt so, glaube ich, oder? Ja, wird schon bestimmt passen. So, Freunde, schaut mal. Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3. Alter, ich sehe hier alles, alles, Freunde. Hier, boom, Kamera 6, Kamera 7, boom. Alles kann ich sehen, Freunde. Perfekt, Alter, das ist richtig, richtig cool. So, Freunde, natürlich brauche ich auch Bildschirme, damit ich sehen kann, was für Bestellungen reinkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür tun wir hier nochmal so was hin, damit sie sehen können, wann sie drankommen. Hier, kennt ihr das von McDonald's? Da steht dann irgendwie Nummer 2678 und, 268 ist meistens dreistellig. Und dann kann man sehen, hier, bam, let's go, kann man gucken, 268. Burger Pommes braucht man, hier nimmt man dann Burger Pommes raus oder so und dann serviert man das natürlich. Let's go, Freunde, das ist ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich glaube, ich bin fertig. Obwohl, doch, eine Sache, eine allerletzte Sache muss ich machen und dann bin ich offiziell fertig. Und zwar muss ich den McDonald's Bestellungswagen machen. Den tue ich auch direkt hier auf dem Parkplatz hin. Let's go. So, dafür brauchen wir natürlich die Farben hier. So, erstmal hier die Räder. Zack, 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 zack. Dann tun wir hier so gelb hin. Es muss so eine Mischung aus gelb und rot sein. Dann mache ich hier so rot hin. Perfekt. Und dann tun wir mal hier so ein Glas hin. So wie bei meinem Auto ungefähr. So sollte das passen, oder? Ja, ungefähr. Warte mal, da machen wir dann so. So, ja, sieht schon irgendwie gut aus, glaube ich. Guck mal, hier passt dann richtig viel rein in den Kofferraum. Let's go, machen wir dann hier noch ein kleines N hin. Let's go, Alter, jetzt bin ich endlich fertig, Freunde. Sieht der nicht cool aus, dieser Wagen? Und der ganze McDonald's, Alter. Freunde, bewertet jetzt in den Kommentaren, was ihr diesen McDonald's geben würdet. Ich gebe den ganzen eine 20 von 10. Das ist zu krass. Und Uchis McDonald's kann auf jeden Fall einpacken, denn meiner ist zu wild. Der hat einfach alles in sich. Doch ich würde sagen, fragen wir mal Uchi, ob er fertig ist. Uchi, was machst du da? Hä? Bist du fertig? Billy, wie weit bist du schon, Junge? Du hast ja richtig viel gebaut, Alter. Ich bin dir ehrlich, meine Ideen sind ausgegangen. Ich bin fertig. Du bist fertig schon? Ja, natürlich, Alter. Ich bin Speedrunner. Ich habe alles easy peasy geschafft, Mann. Ey, ich glaube, ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen, weil ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe noch was richtig Cooles vor. Du weißt schon, dass wir nur noch 5 Minuten haben. Was? Nur noch 5 Minuten? Oh nein, Billy, dein Ernst? Uchi, beeil dich, Alter. Was soll ich jetzt die ganze Zeit machen? Was weiß ich? Warte auf mich einfach.
Ich muss hier vorne noch was Cooles reinbauen, Leute. Das wird so cool, wenn Alter, ich das habe. Ukri, okay, egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn Ukri fertig ist, Freunde. Übrigens, Freunde, ich stehe fast vor den 10.000 Abonnenten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr alle ein Like und ein Abo da lasst. Ich gebe mir jeden Tag richtig viel Mühe, um euch Videos zu machen. Und ihr würdet mich damit richtig supporten. Also, auf 3, 3, 2, 1, let's go. Alle Like und abonniert. Ihr seid die beste Community, die ihr euch jemals vorstellen könnt. Wirklich. Und vielleicht kommt ein 10.000 Abo-Special, wo ich vielleicht einen Song mache für euch. Wer weiß, also lasst alle Like und Abo da, ihr seid die Besten, danke Freunde. Wow, so viele Likes und Abos, ihr seid die Besten. Okay, aber gehen wir erstmal zu meinem McDonald's zurück. Warte mal, das ist mein McDonald's, das Ukris McDonald's, was ist das für ein McDonald's? Hä? Junge, nein. Hör, warum ist hier ein dritter McDonald's? Von wo kommt der denn? Eigentlich wollte ich eine kurze Pause machen, weil ich jetzt schon fertig war, aber... Warte mal, was ist das für ein McDonald's? Freunde? Wer hat hier gebaut? Nein, niemals. Alter, hört das ist ja voll cool. Hä? Junge, wer hat das denn gebaut? Vielleicht kann ich ja sagen, dass es mein McDonald's war. Aber warte mal, Freunde, es kann doch nur einer gewesen sein. Das muss Sam Lucky gewesen sein. Ist das Sam Lucky's McDonald's? Ey, Freunde, schreibt es in die Kommentare. Hat Sam Lucky das gebaut? Niemals. Niemals, das kann ich mir nicht vorstellen. Alter, ganz schnell raus. Ich werde Ukri davon berichten, oder? Nee, ich werde ihm davon nichts sagen. Das bleibt ein Geheimnis. Naja, wir schauen, Freunde, wir schauen. Vielleicht sage ich es ihm doch. Naja, egal, Freunde, wir gehen jetzt erstmal zurück und warten auf Ukri. Aber das hätte ich niemals erwartet, dass wir noch eine Konkurrenz haben. Egal, unser McDonald's ist trotzdem der Beste. Let's go. So, Billy, ich bin mit meinem McDonald's fertig und jetzt will ich mit deinen anschauen. Mal schauen, welcher Alter, besser Ukri, ist. Alter, Ukri, das hat ewig gedauert. Ich habe eine halbe Ewigkeit gewartet. Echt, ey? Was lügst du? Du bist erst gerade eben okay, fertig komm, geworden. Komm, erstmal zum Anfang. Willkommen also. Bei McNackFit. Hier gibt es Burger Pommes mit Pupsi-Geschmack. Das wird niemand hier kaufen wollen. Bist du verrückt? Hier vorne ist einfach ein Parkplatz. Doch, natürlich, Alter. Genau, hoch. Hier ist der Parkplatz. Und zwar haben wir hier einen McDonalds-Bestellungswagen, der Lieferservice natürlich. Ey, voll cool, Mann. Aber, Junge, warum ist hier ein N? Das heißt noch immer M. Nein. Egal. Auf jeden Fall. Ey, stopp. Lol, hier ist noch hier was. Okay. Eingang. Draußen ist ey, noch was. Hier ist mein eigenes Auto noch. Das Pupsi-Auto. Das sieht so schlecht aus. Ja, auf jeden Fall, hier ist alles mit Security. Hier unten ist alles aus Gras, Alter. Warum ist hier unten alles aus Gras? Das ist ja richtig. Bisschen für die Natur und so. Schau mal, hier ist auch ein Alarm übrigens. Und zwar, wenn ein Einbrecher hier reinkommt, dann wird's hier... Okay, das ist eigentlich eine gute Idee, das habe ich leider nicht. Ey, aber Billy, ich muss ehrlich gesagt sagen, was ist das denn hier vorne? Das ist die Spielecke für die kleinen Kinder. Hier kann man sich so hochhangeln. Ey, voll cool. Ja, das kenne ich. Und hier vorne ist die Kasse, oder was? Und was ja, ist das hier? Ja, ganz genau. Hier kann man übrigens überall essen. Und das ist die Kasse. Hier, hier. Was ist das Schwarze hier? Das ist die Kasse. Ja, also. Ach so. Ja, okay, verstehe. Genau. Hast du eigentlich gut gemacht. Und das hier? Stopp. Ukri, du bist ein bisschen zu schnell. Schau mal. Hier ist der McDrive. Hier kannst du das Essen geben, ne? Hier Burger und so. Cool, Burger Pommes nice. Und so. Ja, richtig cool. Dann haben wir hier die Bildschirme. Hier hast du, glaube ich, übersehen, ne? Hier ist ein Bildschirm. Hier kommen die Bestellungen hin. Hier steht dann 367 zum Beispiel. Stimmt. Und dann sieht man hier auch nochmal die Bestellungsnummer. Dann bereitet man hier so zu, ne? Ofen, Chicken Nuggets. Was ist das hier vorne? Das ist die McFlurry-Maschine, die Eismaschine. McFlurry-Maschine, okay, nice. Ja, hey, voll genau. Cool. Und ich bin da, würde ich sagen, komm, lass du mein McDonald's gehen. Ukri, du hast was verpasst, warte, hier ist noch wir was. Wir müssen draußen das, oder, anschauen, oder? Ja, aber hier ist noch mein Kühlregal, hier ist noch alles, ey, das ganze Lager mit Salz, lol, Salat und Tomaten, also alles Lager. Richtig, ich hab richtig gar kein Lager, cool. Ey, du hast ja, das ist gefühlt besser als meins. Ey, okay, Leute, ihr müsst gleich abstimmen, was besser ist. Du hast sogar eine Rutsche hier gebaut, oder was? Ja, stimmt, draußen habe ich auch schon vergessen. Und zwar, ja, hier kann man doch draußen essen und die McDonald's-Rutsche, voll das ist cool, die beste. Ey, Leute, ganz ehrlich, man muss ehrlich gesagt sagen, Billy, Respekt, das Einzige, was halt ein bisschen komisch ist, halt, dass es nicht wirklich ein McDonald's ist und hier N steht und das ist alles aus Pupsi ist. Das ist halt eklig. Aber wenn es nicht aus Pupsi wäre, dann wäre es wirklich richtig krass. Jetzt komm mal zu mir, Leute. Komm okay, mal zu mir. Ich bin schon sehr gespannt, Ukri. Also, mal, was ist denn hier vorne? Hier vorne kann man einfach reinfahren. Nee, hier vorne ist der Drive-In. Schau, hier ja, vorne mal rein. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, ist cool. Hier vorne cool. Gibt man das ab. Hier, zack, zack. Mhm. Siehst du? Ja, das ist auch hier, sehr cool. Ja. Schau mal, hier vorne gibt es richtige McDonald's-Sachen, die hast du nicht hier. Happy Alter, Meal, Pommes, ey, Hamburger, ich bin ehrlich, das sieht echt cool aus mit diesen Dollarzeichen und so, wie viel es oh, kostet. Oh ja, und guck mal, hier Sprite, Limo, hier ja, Eistee. Okay, aber wo ey, ist das Pupsi-Wasser? Das musst du noch anbieten. Pfirsich-Eistee oder Zitronen-Eistee? Ich bin du? Team Pfirsich, aber okay, ich bin auch. Team Pupsi-Gang natürlich, Team Pupsi-Wasser. Hä? Nein, was für Pupsi-Wasser? Ey, guck mal, hier vorne ist auch sogar McFlurry drin, hä? Dein McFlurry ist weg. Hey,
Junge, was geklaut. Für McFlurry? Du hast hier ist Erde drin, was du machst. Warum ist hier Pups in meinem Kühlschrank? Junge, wird das da reingepackt? Alter, ich dachte, du hast einen guten. Junge, das ist ja fein im Müll. McDonald's. Schau mal hier unten. Jemand, hast du mir das alles gestohlen? Hast du das hier gebaut und mir alles gestohlen? Hä, wo bist du, Uri? Geh mal in Zuschauermodus, Spectator-Mode. Zack, zack, zack. Geh mal runter. Irgendjemand hat mir hier alles geklaut. Alter, was denn da passiert? Hier ist McFlurry drin. Ey, warte, wer war das? Müssen wir mal schnell hinterher. Warum geht das? Komm mal schnell hinterher. Ich war das nicht, Ukri. Warte mal. Stopp. Bei dir auch! Das war ich gar nicht! Hier hat auch jemand geklaut! warte mal, er hat bei mir geklaut. Wer ist das? Ich dachte. Ja! Nein, warte, stopp. Warte mal, ich geh weiter, lass mal schauen, wer das ist. Alter! Hä? Der hat meine ganzen Kartoffeln geklaut! Alter, hier ist ja noch ein McDonald's, wer hat den hier vorne gebaut? Hä? Ja, ey, Ukri, das wollte ich dir eigentlich gar nicht sagen. Das wollte ich so für mich behalten, aber ich glaube, Sam Lucky hat das gebaut. Alter, den habe ich mir gerade eben angeguckt. Alter, und das der ist ja so richtig krass. Das ist irgendwie schon besser als unsere beiden zusammen, muss ich sagen. Junge, was? Alter, warum kann McDonald's. Junge, Maki, das ist hier voll krass gemacht. Der hat das safe gecheatet, oder? Aber das Ding ist, der hat einfach hier vorne meinen Happy Meal geklaut und meine Hamburger und alles. Ey, Uki, du weißt, was zu tun ist, oder? Ey, ich weiß, was zu tun ist, Junge. Wir werden das jetzt alles in die Luft sprengen. Junge, das ist gecheatet, Alter. Junge, der cheatet einfach rein. Der cheatet. Wahrscheinlich hat er den McDonald's auch gecheatet, 100%. Ja, safe, der hat den gecheatet. 100%, ey, er ist so ein Cheater. Okay, komm, wir machen das aber später, ne? Wir beschmeißen das später mit Dina. Erstmal schau dir noch mal McDonald's zu. Schau dir mal McDonald's zu Ende an und danach werden wir Simlakis kaputt, Mann. Leute, er hat die ganze Zeit unsere Burger und alles geklaut, aber er hat auch deine Pupsi-Burger geklaut. Das heißt, ja, Junge, wenn der Alter. Ey, aber Ukri, warum hast du dort M stehen? Minuspunkt, weil das ja N natürlich. Junge, nein, es ist M. Okay, auf jeden Fall das bei der Küche. Hier kann man sich hinsetzen. Hier ist auch so ein Fernseher. Du weißt ja immer, bei McDonald's laufen immer irgendwelche Musikvideos und so. Oh, jetzt kommen wir in die zweite Etage. Wir haben einfach hier einen Pommeszaun. Schau dir das mal an. Alter, wie cool. Aber, Ukri, das ist komplett unsicher, Alter. Jedes Kind fällt hier runter. Nein, da passiert schon nichts. Guck mal, hier einfach Trampolin. Let's go. Junge, Ukri, hast du gar nicht dran gedacht, Alter? Stell mal vor. Stell mal vor, hier springt so ein Kind rum. Und auf einmal, bam. Aua. Alter, chill mal, Ukri. Das wird schon passieren, aber ist gefährlich. Ey, Leute, kommentiert ihr jetzt einmal. Seid ihr jetzt eine 1, wenn ihr für mein McDonald's seid und eine 2, wenn ihr für Billys McDonald's seid? Schreibt mal in die Kommentare. Alter, Ukri. Ich bin dir ehrlich, ich glaube, eine 1 oder 2 in die Kommentare. Ich glaube, heute habe ich gewonnen. Heute bin ich der Pro gewesen. Nein, Leute, alle eine 1 in die Kommentare. Junge, ich habe gewonnen, alle eine 2 in die Kommentare. Komm schon, Freunde, alle eine 2 in die Kommentare. Eins, mal schauen, wer am Schluss gewinnt. Das ist richtig cool gewesen, mein McDonald's. Freunde, schaut mal, da vorne sind die einfach. Ich gehe jetzt zu den. Leute, was treibt ihr denn dort? Junge, ey, Sablacke, was machst du hier? Ey, Sablacke, wir haben alles gesehen. Ich habe gehört, hier ist ein Geist oder so, Leute. Ja, tu nicht so, wir haben deinen Namen gesehen. Leute, kommt mal kurz. Drache. Ich muss euch was zeigen, okay? Tun, okay? Wir müssen es tun. Alter, wir haben gesehen, dass du alle unsere Burger geklaut hast. Wir haben einen unsichtbaren Weg. Wir haben unten die Achterbahn entdeckt. Du hast alles geklaut. Was soll das denn, Lucky? Und nicht nur das, ich habe einen viel besseren McDonald's als ihr gebaut. Schaut euch das den mal an. Den haben wir uns auch schon das wissen wir. Alter, du hast die gecheatet. Oh nein, guckt euch den schaut euch mal an, was ich hier im Inventar habe. Was? Ey, Billy, was hast du vor? Leute, ich habe einfach den viel besseren McDonald's gebaut als ihr. Glaub, das ist auch eine McFlurry-Maschine. Schau mal, ich habe sogar einen McFlurry. Leute, was habt ihr vor? Warte mal, Leute, ich weiß ganz genau, was die vorhaben. Das gibt Drache. Wehe, ihr tut das, Leute. Bam! Alter, Junge, jetzt ist halt gerade alles, Alter. Ja! Ich werde dein McDonald's jetzt auch in die Luft sprengen. Alter, Junge, nein, tust nicht, Junge. Nein, sehr lange, was tust du da? Oh, mein McDonald's ist sicher. Leute, wir kicken, wir bannen sie mal. Nein! Mein McDonald's! Let's go, ich spring alles in die Luft. Leute, das kann ja nicht wahr sein. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, das war's in dem Video. Lasst ein Like und Abo da. Schaut doch unbedingt bei Simlucky und Ukri vorbei. Und schreibt nochmal alle in die Kommentare, welcher McDonald's der beste war. Ich bin fest davon überzeugt, dass mein McDonald's der beste war. Also würde ich sagen, lasst ein Like und Abo da. Und ciao!